Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute testen wir mal den Döner von Örnek, Lahmacun und Grillhaus. Und da befindet sich Örnek, Lahmacun, Grillhaus direkt hier am S-Bahnhof Charlottenburg. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie der Döner schmeckt, denn dabei handelt es sich um einen Kalbfleischdöner. Und hier schaut euch mal die Grillspezialitäten an. Also die haben wirklich alles da. Sehr ordentlich sieht das hier aus. Und auch ein schöner Spieß. Und wenn ihr jetzt schon genauso großen Hunger habt wie ich, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt geht's los. Hier habt ihr auch nochmal die Speisekarte. Hier haben wir den Döner. Fällt auf jeden Fall auf, dass der ziemlich klein ist und auch ein ziemlich leichtes Gewicht hat. Sehen wir mal, was er auf die Waage bringt. Dann wiegen wir unseren Döner mal. Und unsere Waage verrät uns, dass dieser Döner ein Gewicht von 349 Gramm hat. Das ist meiner Meinung nach ziemlich wenig. Und der Lahmacun kommt gleich hinterher. Und unser Lahmacun hat ein Gewicht von 212 Gramm. Nachdem wir nun wissen, dass unser Döner 349 Gramm wiegt, packen wir ihn mal aus. Optisch muss ich auf jeden Fall schon sagen, macht unser Döner nicht viel her. Wir haben hier ein klassisches Fladenbrot, was gefüttelt worden ist. Innen drin haben wir scharfe Soße, Eisbergsalat und natürlich ein bisschen Zwiebeln. Aber wir erkennen auf jeden Fall hier schon das gut geröstete Fleisch. Und wie gesagt, hierbei handelt es sich um einen Yaprak-Döner. Das bedeutet also, wir haben hier 100%iges Kalbfleisch, was halt auf den Spieß aufgeschichtet wurde. Hier könnt ihr jetzt den Döner auch nochmal von nahem sehen. Also wirklich optisch muss ich sagen, ist das ein Trauerspiel. Aber wir haben ja noch den Lahmacun, packen wir den ebenfalls mal aus. Und hier haben wir unseren hausgemachten Lahmacun. Riecht auf jeden Fall schon köstlich, ist noch richtig warm und jetzt wird Zeit zum Probieren. Beginnen wir als allererstes mal mit unserem Döner. Guten Appetit! Boah, die scharfe Soße knallt auf jeden Fall von Anfang an schon gut rein. Das Fleisch hat eine festere Konsistenz, dadurch, dass es halt eben kein Hackfleisch ist. Es ist schön gegrillt, hat auch eine nette Würzung, aber es ist tatsächlich an einigen Stellen auch ziemlich zäh. Das Fladenbrot ist hier besonders dünn, knusprig gebacken und das gefällt mir besonders gut. Und dadurch kommt der Geschmack des Fleisches nämlich nochmal besser zum Vorschein in Kombination mit dieser wirklich richtig scharfen Soße. Nach den ersten Bissen kann ich auf jeden Fall schon ein paar Worte zum Preis verlieren. Und ich muss euch sagen, für 6,90 Euro ist das hier wirklich katastrophal. Er ist viel zu klein und geschmacklich überzeugt er mich leider überhaupt nicht. So, na dann wenden wir uns jetzt nochmal unserem Lahmacun zu. Den habe ich ebenfalls mit Eisbergsalat und Zwiebeln bestellt. Guten Appetit. Der Lahmacun ist wirklich richtig lecker, vor allen Dingen auch hier mit dieser frischen Petersilie in Kombination mit den roten Zwiebeln. Und auch diese selbstgemachte Hackfleischpaste, die sie hier auf das Brot geschmiert haben, schmeckt wirklich hervorragend. Ist super gewürzt zusammen mit dem Brot. Das schmeckt einfach super. Und für 2 Euro ist das wirklich ein super Snack für zwischendurch. Ich werde die beiden Teile jetzt mal in Ruhe aufessen und dann gibt es gleich nochmal mein kurzes abschließendes Fazit. Der traurige Moment ist wieder gekommen. Hier ist der letzte Bissen. Ein letztes Mal. Guten Appetit. Und zum Abschied kann ich nur kurz sagen, der Döner hat mich leider sehr enttäuscht. Der Lahmacun war wirklich lecker. Für 6,90 Euro bekommt ihr dort einen Döner mit zähem, wirklich zum Teil knorpeligen Kalbfleisch. Klar, es ist natürlich ein Naturprodukt, das kann von Mal zu Mal variieren. Dennoch hätte ich mir da auf jeden Fall mehr Saftigkeit erhofft. Der Lahmacun war richtig lecker, für 2 Euro ein idealer Snack. Kein Wunder, dass das Wort Lahmacun auch im Namen mit auftaucht. Die sollten sich auf jeden Fall weiter auf ihre Lahmacuns konzentrieren, denn der Döner ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Und das war's mit meinem kleinen Dönertest vom Örnek, Lahmacun und Grillhaus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Döneressen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.